Freunde! Ich habe noch nie mit dieser Hand das wirklich gemacht. Ich nehme immer die Rechte dafür. Egal, Freunde! Willkommen zu einer weiteren Opening von Fusion Arts. Heute mit der Elite Trainer Box. Wir werden einige Booster heute öffnen auf Fusion Arts. Ich bin sehr gespannt. Eine sehr schöne Box, die wir bekommen haben. Nicht nur optisch, sondern halt auch, ja, allgemein zum Sammeln, würde ich an der Stelle sagen. Wir haben hier Special Sleeves drin, wir haben hier wunderbare Würfel drin und an sich auch, wie ich schon sagte, ein sehr schönes Artwork, was die Box ziert. Meine Meinung zu den ETBs ist ja, glaube ich, vorhanden bei euch oder werdet ihr halt kennen. Ist ein sehr schönes Collectible-Item. Neben dem Display, glaube ich, so das Wichtigste, was man sammeln kann als Sealed Collector. Als jemand, der so etwas öffnen möchte, ja, ne, kann man machen. Es sind schöne Sleeves dabei, die auch einen guten Wert haben, schön aussehen und an sich kommt man hier mit ungefähr 50 Euro, glaube ich, auf einen guten Nenner. An sich, die Box sieht sehr, sehr hochwertig aus, auch ausgepackt außerhalb des Ganzen. Wir haben hier nochmal das Set-Logo und wir können das Ganze so aufmachen und sehr schöner Pub-Smell, den ich sehr fühle. Sehr, sehr fühle. Es ist eigentlich das beste Item, sage ich mal, um sein Deck zu verbessern, denn man hat hier Booster drin, Energiekarten, die Hüllen und den ganzen weiteren Zubehör. Zusätzlich ist auch dieses Booklet dabei, wo man halt abhaken kann, welche Karten man schon gezogen hat und welche man noch ziehen möchte. Man kann hier gerne mal reingucken. Das ist eigentlich ein schönes Ding. Ich glaube, als Kind hat man das jeder gefühlt, einfach durch so einen Spielekatalog oder sonst was zu blättern und ja, einfach eine Good Time zu haben und zu sagen, oh, das will ich haben, das brauche ich unbedingt. Und man hat es nie bekommen. Also, kennen wir, glaube ich, alle. Aber ja, die ETBs an sich ein sehr gutes Item und ich bin sehr gespannt. Das Schöne hier dran ist ja auch ebenfalls, dass wir keine vorgegebene Ratio haben. Das heißt, wir können hier theoretisch, 5 Rainbows drin ziehen. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal rein. Ich hoffe, ihr habt alle sehr viel Spaß mit diesem Set. Fusion Angriff, Fusionsangriff, Fusion Arts, Fusion Strike, wie ihr es nennen wollt. Im Japanisch, Deutschen, Englischen. Es ist auf jeden Fall sehr geil. Und wir starten mit einem meiner absoluten Hass-Pokémon. Kravell, aber hey! Ein Hit ist ein Hit. Auch wenn es ein Kravell ist, ey. Das ist jetzt, denke ich, auch mal kein Problem dann halt. Ja, Kravell, V-Karte. Lawinenauslöser und Zerstörungsschlag. 220 KP, das ist schon echt immens, ey, wie viel KP die ganzen Pokémon haben. Gutes Centering, oben, unten vielleicht etwas auf an sich die Qualität. Bin ich sehr überzeugt, die Corners sind das Einzige, was das Manko ist bisher bei diesem Set. Aber an sich sage ich, ja, gut Set. Ich bin sehr gespannt und gucke auf jeden Fall in die Zukunft mit einem Grinsen. Denn ich glaube, dass Pokémon endlich mal wieder ein Set rausgebracht hat. Okay, ist das Centering komplett garbage. wo sie hoffentlich eine gute Qualität mit sich bringen. Also Celebrations war auch schon fein, auch wenn es da so ein, zwei Mankos gab. Aber an sich sehr, sehr gut. Demetiros Holo, sehr coole Holo-Karte hier mit dem Hammerkopf der Bruder. Also ein Hammerbruder, Alter. Das ist jetzt nicht vielleicht, aber an sich sehr, sehr schön. Visko-Gott haben wir hier noch. Und wie gesagt, ihr kennt ja ganz genau die Karten, die ich handeln möchte aus diesem Set. Ich glaube, das sind die Karten, die jeder gerne möchte. Sei es das Gengar, sei es das Celebi. Einfach verdammt schöne Artworks. Und wir haben hier, glaube ich, wieder eine eckige Karte. Kann das sein? Oder das sieht nur so aus? Schauen wir mal, sehr wohl. Starmie. Hydrogeal. Was ist denn da das eckige? Ach, hier. Stampelpopel an der Karte. Das ist das, was man nennt. Es ist nicht vernünftig ausgestanzt worden. Seht ihr das? Das kann man vielleicht so abbrökeln. Aber, oh, Pokémon. Ich habe euch gerade gelobt für eure gute Qualität und dann gibt ihr mir das. Könnt ihr doch nicht machen, Alter. Könnt ihr doch nicht machen. Okay, machen wir weiter. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Booster am Start. Wir haben einen Mobeko, der sich freut. Panzeron, Schnute, Plusle, Somnian, Meltan und der kickende Kangama. Karate Kid ist auch dabei. Let's go. Also so ein, zwei Hits würde ich immer an der ETB gerne sehen. Das ist immer das, was ich halt bevorzuge, sage ich mal, wenn ich so eine ETB mir hole. Dass ich hier gerne eine bisschen bessere Ratio habe. Sangana-Biss haben wir hier. Als in, sag ich mal, wenn ich mir 3 ETBs kaufe, möchte ich ganz gern schon so 2 Puller ziehen. Also es ist Wunschdenken, ob das passiert oder klappt, ist das andere. Also ihr könnt eigentlich immer safe mit dem Display gehen, auch wenn ihr da nicht immer eine garantierte Fullart oder sonst was habt. Aber ist es normalerweise eine safe Route, als die ETBs zu gehen. Es ist halt High Risk, High Reward, sag ich mal. Aber es kann natürlich halt ultimativ krass sein. Ich meine, wir haben jetzt nur noch 2 Packs. Dann ist die ETB gone und wir haben eine V-Karte gezogen, aber dafür haben wir halt auch bisschen Inhalt damit drin, sei es mit den Sleeves, wir haben Würfel da drin und wir haben Krabbel. Und ein Impergator, holy moly, Alter, das ist eine geile Holo-Karte.
Das wäre eine exzellente Pre-Release-Karte gewesen mit dem Logo hier noch drauf, wo er drauf smasht. Verdammt geile Karte. Kenne ich so noch gar nicht, das Artwork. Das sagt mir sehr zu. Das ist ein verdammt schönes Holo. Ich glaube, das ist mit die coolste Holo-Karte aus dem Set, die ich gerade so mehr oder weniger sehe. Die ist echt nice. Okay. Machen wir das letzte Pack auf für die erste ETB. Please, something. Zorua durchbricht die Steinmauern. Mushas, Raupi, Rotomov, Skorgler. Wir haben ein Despota nochmal. Let's go. Zwei Hits aus einer ETB sind definitiv okay. Auch die Ratio, die ich auch angesprochen habe. Und das ist ein sehr schönes Artwork. Und wir haben dazu noch eine sehr coole Holo-Karte bekommen. Dementsprechend absolut nicht mehr mit der ersten Elite-Trainerbox, beziehungsweise Top-Trainerbox wird es ja auch genannt. Kann man, glaube ich, nennen, wie man möchte. Ich glaube, Pokémon switcht die Namen auf, wie sie halt Bock haben, im Deutschen oder Englischen. Das ist ein sehr schönes Despota-Artwork. Auch wenn es jetzt nicht so stark scheint. Für 3,80. Und nicht Kahn sind sehr boosted damals gewesen. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher, wie stark sie jetzt sind. Gleiches Video, aber dafür haben wir jetzt noch eine ETB, die ich tatsächlich jetzt erst bekommen habe, denn das andere Video ist in der Vergangenheit aufgenommen worden. Und das ist die Zukunft. Obwohl, wenn ihr das Video sehen solltet, ist das ja auch wieder die Vergangenheit. Egal, öffnen wir das Ganze. Ich habe die ETB auf jeden Fall von den Card Buddies bekommen, weil ich habe tatsächlich nur eine ergattern können. Und die Jungs haben sich gesagt, ey, yo, come on, wenn du schon ETB-Opening machst, dann mach mal ein bisschen mehr auf. Dementsprechend Kuss geht raus an die Jungs. Und ich hoffe, dass wir hier nochmal ein bisschen was drin haben und dass sich das Ganze lohnen wird. Denn ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ihr meine letzten Videos zu Fusionsangriff gesehen habt. Aber das Luck, was wir bei diesem Set haben, ist krank. Also wirklich krank. Ich habe keine Ahnung, wann ich bei einem Set so viele alternative Chase-Karten gezogen habe, wie hier. Beste Full Art, dann Shiny-Karte, dann alternative Karten. Die zwei teuersten, beide dann. Beide dann. Es ist ein sehr merkwürdiges Set, also eventuell liebt mich dieses Set. Und wenn mich dieses Set liebt, dann kriegen wir auch noch das alternative Celebi. Die absolute Karte, meine absolute One-Karte. Aber da schauen wir mal, wir haben den Urgelmator. Die beste Karte aller Zeiten, würde ich das sagen, oder? Also, dass die hier nochmal einen Urgel printen. Und das ist eine Shortprint, beziehungsweise ich sehe die kaum halt. Ne? Also, dass wir hier das Urgel ziehen, gigantisch. Der Urgelmator, aller, guckt ihn euch an. Ne? Benzinkanister, ein Reiskocher und ein Urgelhelm. Perfekt ausgestattet. Perfekt, sage ich euch. Nee, es ist eine weirde Karte, aber hey. Immer wenn es eine Urgelkarte gibt, bin ich happy. Und ihr auch, dementsprechend. Alles easy. Wir haben sehr wohl hier Fukiano, Legios, Morpeko, Fabigel, Guffer mit ganz viel Scuffing hier und ein Meloetta, ein Star. Ich bin auch ein Superstar. Wir haben jetzt auch schon einige Booster Packs geöffnet von diesem Set. Und ich habe von diesem Set, wollt ihr wissen, wie viel von diesem Set ich habe? Ich habe ungefähr noch 5 Displays. Und irgendwie denke ich mir so, ich glaube, ich brauche die nicht mal alle halt, aber schauen wir mal. Das Set ist noch nicht so lange draußen und wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Und ich habe gehört, ihr wollt auf jeden Fall noch ein bisschen was haben. Wir haben Cashback, was noch wartet, aber was diese Woche nicht mit Fusionsangriff kommt, sondern mit was anderem. Wir haben noch die Beat the Box Serie, wir haben noch Cash King. Pack Battles, Pack Bingo, kann alles wiederkommen. Kommt auch auf den Zweikanal ab und zu. Schaut da auch gerne vorbei für Zusatzcontent. Wir haben ja das Unra Tütox übersehen. Es tut mir leid, mein Kleiner. Du siehst zwar nicht nur aus. Okay, es ist literally Müll. Er sieht nicht nur aus wie Müll. Er lebt sogar im Müll. Der Müll sagt, der im Müll lebt. Das ist schon ziemlich deep halt, ne? Wir haben ein Latias hier tatsächlich. Ein sehr geiles Artwork. Und aus was mit Zephyr Silvering wieder am Rand oben. Nicht so nice. Und bisher ist die ETB absolut garbage. Die Hälfte der Booster sind weg und wir haben noch keinen einzigen Hit und nicht mal eine Holo- oder V-Karte. Wie ich immer so gerne sage, zwei Hits pro ETB sollen schon drin sein. Halt, wenn man normalerweise sagt, jedem dritten Pack sollte eigentlich ein Hit sein. Wir haben Katapulta Reverse und Übeltat. Okay, come on, 5 Booster sind jetzt hier on the losing streak. Please, something good. Grillmack, Minun, Pupanze, Corazon, Baldofisch, Zorua. Okay. Das ist sehr merkwürdig, muss ich an der Stelle sagen. Wir haben hier absolut keinen Hit. Wirklich nicht? Riffex Holo. Yeah. Letztes Booster von der ETB.
Da fällt sogar die ETB-Box runter. Was ist hier los, Alter? Also, vielleicht... Ja, noch ein Holosmeppo. Wir haben unsere zwei Hits bekommen und die spanische... Torero-Tänzerin. Aber, ja. Amir, das ist ein schönes Map-Artwork. Bisschen über 50 Euro für die 8 Booster. Die waren jetzt nicht so ultimativ worth it. Machen wir nochmal Display auf. Öffnen wir nochmal ein paar Boosters. Dafür haben wir sie und dafür lieben wir sie. Meltan. Das ist ein sehr schönes Toxel. Ich finde es auch krass, dass viele Pokémon einfach zwei Artworks hier drin haben. Flunkiefer mit dem Strich, den Mauzi ebenfalls hat. Milloetta haben wir hier noch. Und der Schüler. Der immer noch aussieht wie Present AP, finde ich. No hate an der Stelle. Irgendwie haben die ganzen Boxen keinen Bock auf mich. Ich weiß auch nicht. Galaflampion. Das ist, wisst ihr, das ist mein Packlack von den letzten drei Folgen. Es denkt sich so, Bruder, ich muss dich verlassen. Es sieht halt wirklich so aus, als würde ich mich verlassen, aber schau mal, vielleicht kommt es ja wieder im sehr wohl. Fugano, Legios, Morbeko. Oh, Baby, das sieht stark aus, Hariyama. Oh! Kravell ist mein absolutes Lieblings-Pokémon! Let's go! Vielleicht jetzt nicht mein absolutes Lieblings-Pokémon, Kappa, aber... Können wir mal mitnehmen, würde ich sagen. Ist es schönere Fola, was die Farben angeht, also sticht halt gut heraus aus dem Artwork. Finde ich aber sehr dunkel alles. Sehr dunkel gehalten. Centering sieht ganz nice aus. Qualität der Karten. Relativ flawless hier aus dem Display. Aber die ETBs haben gar nicht gegönnt. Und wie gesagt, ich empfehle es euch auch eigentlich nicht, wenn ihr sagt, hey, Zero, ich möchte ganz eine ETB kaufen. Für Sealed Collectors eine gute Sache, eine geile Sache. Aber ich glaube tatsächlich, ETBs sind nicht so das Geilste zum Öffnen. Also ich habe bisher keinen Luck mit den ETBs gehabt. Holy shit, Alter. Was ist das denn für eine Box, ey? Gravello dahinter, gleich noch eine Goldenergie? Junge, 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 Alter, ey. Das sind die Karten, die du, womit du nicht rechnest. Und wir haben bisher noch keine Full oder sonst was doppelt gezogen. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Das ist fantastisch. Oh mein Gott. Ich glaube, viele lieben diese Goldenergien überhaupt nicht. Ich finde die fantastisch geil. Also wenn ich mal wieder TCG spielen werde, dann nur mit solchen Karten. Na, ihr wisst es, Alter. Immer, wenn man hier ein bisschen protzt, ey, dann war doch richtig, ey. Dann müssen die Goldkarten auf den Tisch knallen. Aber die sieht wirklich geil aus mit den ganzen Leuchten, mit den Effekten hier drumherum. Das ist crazy, ey. Die Lackkarte Ugelmato. I mean, den Ugelmato hatten wir in der ETB. Theoretisch war die ETB doch dann gar nicht mal so bad. Okay, wir machen noch zwei Packs auf hier. Warum bin ich so nah rangezoomt? Eventuell... Akane, das göttliche, legendäre Pokémon. Eventuell zoome ich da gleich mal ein bisschen raus. Und ja, das ist meine Meinung zu den Top-Trainer-Boxen, beziehungsweise zu den Elite-Trainer-Boxen. Deswegen nenne ich das Ganze mal ETB. Ich bin nicht der Meinung, dass sich die großartig lohnen. Ihr könnt lieber, bin ich ganz ehrlich, euch die Displays holen, wenn ihr es könnt. Sonst halt auch gerne einzelne Booster, weil das Ding ist halt auch bei den Einzelboostern, dass dort mindestens die Chance drin ist, dass ihr was ziehen könnt. Aber don't get me wrong, ETBs bzw. Top-Trainer-Boxen haben halt natürlich auch die Chance, dass da gute Karten drin sind. Bei mir ist es bloß öfters so, dass ich halt nicht den Erfolg habe. Mein Display sind halt öfters garantierte Karten drin. Aber selbst das, was ich jetzt aus diesem Display schon gezogen habe, das Display ist normalerweise... Ich glaube, da sind jetzt keine großartigen Hits mehr drin. Und ich habe das gerade eben erst geöffnet, wie ihr gesehen habt. Und da ist noch sehr, sehr viel drin. Das Problem ist jetzt ja zum Beispiel, weil halt diese Ratios halt sind. Ne? Normalerweise hast du ja nur eine Secret Rare pro Box, wenn überhaupt nur eine Full Art auch mal. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger gerade eine Sache ist, die mich bei Pokémon ein bisschen stört tatsächlich. Weil jetzt, wo wir halt wissen, okay, wir haben die Karten raus, können halt nur noch V- und V-Max-Karten drin sein. Was ein bisschen schade ist, aber... I mean, so ist es halt, ne? Natürlich kannst du eine Box haben mit 2 oder 3 Secret Rares, was sehr unwahrscheinlich ist. Allein, dass du schon eine Secret Rare bekommst, ist schon sehr unwahrscheinlich inzwischen, sage ich mal. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Wir haben zwei bessere Pulls gehabt, sage ich mal. Wir hatten coole V-Karten, die wir auch noch nicht gezogen haben. Und wir haben auf jeden Fall die beste Karte aller Zeiten gezogen mit dem Ugelmator. Das muss man an der Stelle sagen. Freunde,
Mehr kann ich auch an der Stelle nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns wieder in meinem weiteren Video. Freut euch. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Bella. Geiler Zaubertrick, oder?